Moin zusammen. Ja, meine Weihnachtswoche ist beendet. Leider nur mit Schmerzmitteln. Dafür habe ich aber dann auch die Tage gut schaffen können, mit Hilfe der Schmerzmittel. Das ist auch schon mal eine Veränderung, die so vorher nicht war. Vorher waren die Schmerzmittel eine Erleichterung, um nicht ganz so krank zu sein. Aber krank, also da war ich dann wirklich meistens 2 Tage im Bett. Und das brauche ich jetzt nicht mehr. Also es geht mir nicht gut. Ich finde das dann auch blöd. Aber ich kann meinen Alltag trotzdem schaffen, ganz normal. Ich mache weniger als sonst und ja, bin dann auch gezwungen, wirklich auch gezwungen, mich runterzufahren. Aber ich konnte meine Weihnachtstage gut überstehen damit. Alles, was ich mir vorgenommen hatte, habe ich auch trotzdem gemacht, auch gerne. Und seit gestern, ja, bin ich eigentlich wieder gut drauf. Habe gestern einen unheimlich aktiven Tag gehabt. Habe wieder normale Schmerzen. Die ganzen Regelbeschwerden sind weg. Ich habe jetzt durchgehend die ganze Zeit Schmerzen im Nacken, Schulterbereich, auch mal in den Armen. Ja, so, ich merke natürlich auch nochmal meine Beine, aber das ist irgendwie so nicht mehr so schwerpunktmäßig. Das ist dann mal so. Ich sag mal, wenn ich länger hocke und dann wieder hochkomme, dann merke ich meine Beine noch. Ich muss immer überlegen, wie sind meine Schmerzen? Also jetzt merke ich hauptsächlich Nacken, Schulterbereich. Da habe ich mit zu tun. Aber erträglich, eigentlich nicht anders als in den ganzen letzten Jahren. So ein Brennen eben, ein Brennschmerz. Sowohl auf der Haut als auch in den Muskeln. Ja, für mich normal und dafür nehme ich auch keine Tabletten. Wenn es ganz schlimm ist, dann möchte ich Wärme haben, dann möchte ich mich auch mal hinlegen, weil mir die muskuläre Kraft fehlt, um mich aufrecht zu halten. Das kommt wohl mal vor, aber im Großen und Ganzen komme ich damit ganz gut zurecht. Es gibt auch noch Verbesserungen, die ich eigentlich in den letzten Wochen immer mal nennen wollte, aber dann immer wieder drüber weggekommen bin, und das sind die Krämpfe. Also ich habe ja dann vor einiger Zeit nochmal darauf geachtet, die Diät nach Amang besser einzuhalten. Mir ist ja bewusst geworden, dass ich das gar nicht richtig gemacht habe, weil ich immer mal eine Bratwurst oder eine Bockwurst auch zwischendurch gegessen habe und auch Gewürze verwendet habe, die zuckerhaltig sind. Das alles habe ich jetzt in den letzten Wochen nicht mehr gemacht und habe natürlich gehofft, aber nicht wirklich damit gerechnet, dass das wirklich auch noch die Krämpfe beeinflusst, aber es ist so. Nachts brauche ich gar nicht mehr aufstehen für Krämpfe. Meistens wache ich auch nicht auf. Also meistens wache ich morgens nicht von Krämpfen auf. Es kommt wohl mal vor. Dann frage ich mich immer, was ist das jetzt wohl wieder gewesen? Und ich glaube, dann ist der Anteil ich weiß es nicht wirklich. Ich vermute, der Anteil an Milchprodukten ist dann an dem Tag sehr hoch, dass ich da vielleicht ein bisschen viel Laktose dann dabei habe. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch Zufall, aber ich kann wirklich sagen, dass ich die Krämpfe im Großen und Ganzen im Griff habe. Die belästigen mich nachts nicht mehr und in der Regel auch nicht mehr beim Aufwachen. Die sind eigentlich weg. Ich sage eigentlich, weil es eben nicht durchgeht. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe 3 Wochen keine Krämpfe gehabt. So ist es nicht. Aber es ist dann, wenn es so ist, ein leichter Krampf, den ich sofort geregelt kriege, indem ich dagegen angehe. Also mit einer Fußstellung dann eben. Und ja, auf jeden Fall eine Verbesserung. Nochmal wieder. Und das ist doch erstaunlich, wie das zusammenhängt. Ich überlege, wie lange ich auf der Suche bin nach der Ursache für diese Krämpfe. Und feststelle, also dabei halte ich mich an die Diät, aber ich halte mich auch nicht an die Diät, weil ich vieles gar nicht esse, was dort erlaubt ist, zum Beispiel Obst. Weil ich meine, dass ich das nicht gut vertrage, dass ich dann wieder Probleme mit den Krämpfen kriege. Also, die Krämpfe sind
haben sich nochmal wieder, das hat die Krampfproblematik, ich rede hier jetzt, wenn ich von Krämpfen rede, von Fuß- und Beinkrämpfen, also das hat sich nochmal wieder deutlich gebessert durch die Einhaltung der Diät. Und das hat wahrscheinlich auch zur Folge, dass die Nächte besser geworden sind. Also, ich sag mal so, wenn ich im Bett bin, 10 Uhr, halb 11, länger kann ich mich nicht wach halten, dann schlafe ich. Und an guten Tagen wache ich dann 17:45 oder so auf oder um 6, das sind 8 Stunden. Was will man mehr? Also das ist doch vollkommen okay. Jetzt an den Tagen, wo ich meine Regel hatte, da bin ich auch mal von Schmerzen aufgewacht. Da habe ich weniger geschlafen, aber 5 Stunden sind es immer. Also weniger ist es nicht. Und das macht sich dann wiederum auch natürlich auf den Tag bemerkbar. Und ja, ich bin froh, dass ich schlafen kann. Dafür muss ich die Diät einhalten. Das habe ich eigentlich Weihnachten auch ganz gut hingekriegt. Ich habe also nochmal so aus dem versucht, Kekse zu backen. Die waren im Backofen eigentlich gar nichts. Die sind irgendwie nicht fest geworden. Das war irgendwie so ein Brei, der nicht hart geworden ist, aber fest geworden ist. Und dann haben wir das Blech mit den Keksen rausgestellt auf die Terrasse und innerhalb von 10 Minuten waren die Kekse fest. Und da hatte ich Kekse zu Weihnachten. Ich habe mir noch einen Kuchen gebacken mit Mandelmehl oder mit Mandeln und mit einer Füllung aus Mascarpone und Quark und da kam dann noch Zimt dazu und was habe ich denn noch dabei gehabt? Irgendwas war da noch bei Zimt und Rumaroma, genau. Und natürlich gesüßt, ja, das war, habe ich einfach als Füllung dazwischen gelegt. So hatte ich was und es ist mir auch nicht schwer gefallen, auf Süßigkeiten-Teller, die dann da standen, zu verzichten und da nicht reinzugreifen. Da habe ich gar kein Problem gehabt, weil für mich ist das Gift und ich vermisse diesen Geschmack auch nicht im Mund. Ich bin dieses süße Verlangen habe ich nicht mehr. Also ich muss mich nicht zusammenreißen oder mich zwingen, wenn ich Süßigkeiten angeboten bekomme oder die stehen rum. Das ist für mich nicht schwer. Schwieriger ist das schon mit Alkohol. Das ist für mich doch schwieriger, auf ein schönes Glas Wein zu verzichten beim Essen. Ich meine, das mache ich, weil ich dann geht, Wein bekommt mir gar nicht. Aber ich habe die Weihnachtstage über auch schon mal, dann bin ich schon mal auf ein Bier ausgewichen und das hat zum Glück auch funktioniert. Da habe ich keine Beeinträchtigungen nachgehabt. Ja, es ist, wenn ich wieder mal komplett von vorne bis hinten, also von der Anfangszeit bis jetzt schaue, bin ich noch lange nicht gesund. Das kann ich wirklich nicht sagen. Ich habe noch Schmerzen und ich bin auch noch nicht den ganzen Tag einsatzfähig, aber also ich könnte nicht arbeiten, auch nicht 4 Stunden, also auch nicht Teilzeit oder so. Aber ich merke, dass ich belastbarer bin. Es hat sich jetzt gerade in den letzten Tagen auch nochmal wieder so, haben sich nochmal so ein paar Probleme eingestellt, die nicht alltäglich sind, die geregelt werden müssen, die auch bedeutsame Entscheidungen mit sich bringen und die unvorhergesehen waren. Und da muss ich sagen, das hat mich sonst mehr in die Knie gezwungen. Es belastet mich nicht mehr so. Es ist eine Last, ist aber ja auch ganz normal, gehört ja zum normalen Leben dazu, dass man vor irgendwelchen Entscheidungen steht im Leben, die auch für die Zukunft entscheidend sind. Und früher war ich krank davon. Ich bin krank davon geworden, von schlechten Nachrichten oder von solchen Sachen. Da habe ich richtig gemerkt, wie innerhalb von kurzer Zeit, ich kann das jetzt so im Nachhinein nicht mehr sagen, aber vielleicht halbe Stunde oder vielleicht auch weniger, das kam bei mir immer alles aus dem Rücken. Wie ich das Gefühl hatte, ich schwelle an. Vielleicht ist auch dieses pelzige Gefühl, was manche so beschreiben, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe eine geschwollene Haut und mit unheimlichem Druck und Schmerzen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann die Nerven spüren und die Nerven sind entzündet. So habe ich, so, wenn ich das in Worte fassen musste, dann hatte ich immer das Wort Nervenentzündung vor Augen.
Und das einfach nur aus dem Stand heraus, bei schlechten Nachrichten, bei Konflikten, bei Forderungen, die an einem stehen, bei Unvorhergesehenem. Und das merke ich jetzt. Ich kriege so ein bisschen das leichte Flattern im ersten Moment. Ich werde so ein bisschen unruhig, aber das war es dann auch schon. Und ich kann mir jetzt auch sagen, eine Nacht drüber schlafen, 2 Nächte drüber schlafen, abwarten. Ich musste sonst immer gleich reagieren und also da bin ich auch ruhiger geworden. Ja, also insgesamt bin ich auch nervlich, seelisch belastbarer geworden. Körperlich leider noch nicht so doll. Es ist besser geworden, aber ich möchte gern mehr, als ich kann. Ja, das ist mir immer noch zu wenig. Und ich habe so ein, ich weiß nicht, das ist so, ich bin mit angezogener Handbremse. Ich möchte die Handbremse gerne lösen. Ich habe so einen Drang ich habe so viele Pläne und möchte so viel machen und aber ich weiß, das kommt alles und darum kann ich da auch gut mit umgehen. Das ist der Unterschied auch, dass man durch das Guai, weil man merkt, wenn man es eine Weile nimmt, in der Regel, es gibt ja Ausnahmen. Ich kann euch nur allen nahelegen, haltet euch ganz, ganz streng ans Protokoll. Werft eure alten Gewohnheiten über Bord und löst euch davon und haltet euch streng ans Protokoll. Sorgt dafür, dass ihr die richtige Dosis bekommt. Meint nicht, ihr müsst sonst was für Schmerzen aushalten. Wenn ihr was merkt, Veränderungen durch das Guai, das ist ausreichend. Und wenn der linke Oberschenkel nicht frei ist nach 4 Wochen, und ihr aber die Erhöhung nicht tolerieren könnt, dann lasst euch etwas mehr Zeit. Ihr könnt doch immer noch erhöhen. Und wenn man das erstmal merkt, dass durch das Guai was passiert, kann man auch weitermachen. Und das hilft einem durch die Zeit, weil man weiß, man kommt voran und man hat die Option, ja, man bekommt Optionen. Man bekommt Optionen für alles Mögliche. Und man merkt gar nicht, welche Optionen man schon, also in meinem Fall jetzt, ich merke gar nicht, welche Optionen ich schon bekommen habe und auch schon genutzt habe. Das ist mir leider manchmal zu wenig bewusst. Und die körperliche Belastbarkeit, denke ich mal, ist wahrscheinlich das, was auch am längsten dauert. Ist ja eigentlich auch das, was bei mir als erstes auftrat. Gerade der Rücken war ja, und die Beine, das war das, was bei mir als erstes vor über 30 Jahren an Schmerzen da war. Und da werde ich natürlich noch eine Weile brauchen. Trotzdem möchte ich im Frühjahr in den Garten und endlich auch mal einen schönen Garten haben, der nicht voller Unkraut ist, wo nicht noch Sträucher zurückgeschnitten werden müssen, wo die Hecke in Ordnung ist und wo ich das auch pflegen kann langfristig, wo ich nicht nur einmal dabei gehe und dann kann ich die nächsten 4 Wochen nicht, sondern regelmäßig, das möchte ich gerne machen, da möchte ich gerne hin. Und das habe ich alles nicht mehr gekonnt und der Garten ist immer zu kurz gekommen in den letzten Jahren. Und so sieht er auch aus. Und darum möchte ich da gerne vorankommen in dem Bereich. Und das wünsche ich mir für das nächste Jahr. Und schon habe ich die Brücke geschafft zum Abschluss. Das wünsche ich mir fürs nächste Jahr, dass ich einfach weiter meine Treppen bergauf gehe. Dass ich genügend Geduld weiter aufbringe für die Zeit, die das braucht, um voranzukommen. Dass ich natürlich meinen Garten im Frühjahr nicht komplett auf die Reihe kriege, weiß ich selber auch. Aber wenn ich überhaupt schon wieder ein bisschen was dran machen kann, dann bin ich wirklich zufrieden oder ich möchte dann zufrieden sein. Und so hoffe ich, dass es auch meinen Kindern weiter gut geht, dass wir einiges vielleicht nachholen können in Zukunft von dem, was in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben ist. Und all das wünsche ich euch natürlich auch. Habt einen guten Rutsch und habt eine gute Zeit im neuen Jahr, im Jahr 2013. Ich wünsche euch wirklich von Herzen alles Gute. Ich wünsche euch von Herzen Fortschritte
dass ihr schmerzfrei oder schmerzarm weitermachen könnt, dass ihr vorankommt, dass es Fortschritte gibt. Der eine hat vielleicht nicht so viel Schmerzen, der eine hat vielleicht mehr Probleme mit der Energie oder mit der Müdigkeit. Laut Among ist das ja alles in einen Topf zu werfen und jeder hat halt so sein Beschwerdebild. Also je nachdem, wo bei euch die Beschwerden sind, wünsche ich euch Verbesserung. Immer wenn ihr mit dem Guru nicht weiterkommt, gebt nicht auf, sondern holt euch Hilfe. Holt euch Hilfe, es gibt, ihr braucht nur rechts auf meinem Blog, auf meiner Blogseite schauen. Es gibt Ansprechpartner, Menschen, die sich damit auskennen, die das schon mehrere Jahre machen und auch schon Leute betreut haben. Ja, gebt nicht auf. Haltet durch, macht weiter, ändert was, wenn irgendwas nicht richtig läuft, überlegt, was es sein kann und lasst euch helfen. Euch einen guten Rutsch und alles, alles Gute für 2013. Tschüss, bis nächste Woche.